Wir verlassen Shanghai leider heute schon, aber wir behalten die Stadt total schön in Erinnerung. Wir haben so viel gesehen, so viel erlebt, wir haben die Kultur kennengelernt, wir haben die ganze Skyline erlebt und es war einfach nur toll. Also wir können euch raten, besucht Shanghai, wenn ihr hier in der Gegend seid, es lohnt sich auf jeden Fall. Da ist unser Gate, da geht's zum nächsten Ziel. Wir sehen uns dann dort. Zack! Und so schnell sind wir hier. Wir sind nämlich jetzt in Guilin angekommen. Wir wollten unbedingt nach hier, weil es hier so eine tolle Natur gibt, wie man sehen kann. Hier gibt es die berühmten Felsen von Guilin. Und wir sind jetzt hier auf dem Boot und schauen uns hier die Natur an. Wir sind jetzt in Guilin. Das ist mittendrin in China quasi. Wir haben direkt hier die Tour gebucht und die Fahrt dauert ungefähr 4 Stunden und so sieht man die Natur doch am besten, oder? Es ist natürlich jetzt ein bisschen touristisch, was wir hier machen, weil wir mit ganz vielen Cruise-Ships hier in einer Reihe den Fluss entlang fahren. Das war auch nicht ganz billig, kommen wir gleich noch zu. Aber viele Alternativen hat man hier nicht. Man kann nicht auf eigene Faust über den Fluss schippern. Man könnte zwar noch günstigere Boote nehmen oder, was halt auch möglich ist, diese kleinen Bamboo-Boats. Also das sind dann wirklich so, wie da hinten, so ganz kleine, aus Bambusrohren gefertigte Boote, die dann von Einheimischen gefahren werden. Aber davor wurde uns halt mehrfach schon gewarnt im Internet und von den Leuten hier, dass das wahrscheinlich dann nicht so die geile Erfahrung wird, weil erstens kürzen die Leute wahrscheinlich gerne die Touren dann ab, um dann neue Touris aufs Boot zu bekommen. Andererseits ist es halt nicht so krass reguliert und hat nicht so krasse Standards wie jetzt hier auf dem Boot, was von einer Reiseagentur dann halt angeboten wird. Die kleinen Boote haben übrigens darüber hinaus auch keine Toilette und keine Verpflegung. Das haben wir hier natürlich alles. Eben von Felsen. Da hinten ist eine Höhle und uns wurde eben gesagt, dass Guilin lange Zeit unter Wasser stand. Also da, wo wir jetzt hier fahren, war halt Wasser. Keine Ahnung, wie hoch das ging, aber deshalb sind hier eigentlich sehr ausgeklügelte Höhlensysteme noch in den Felsen vorhanden, die halt früher unter Wasser standen. Korrekt. Das ist genau der Punkt, den man auf dem 20-Yuan-Schein sieht. Tada! Sind wir jetzt extra stundenlang hingefahren, nur um das zu sehen. Sehr cool auf jeden Fall, eindrucksvoll. Ich meine, die ganze Landschaft hier ist eindrucksvoll, aber das ist dieser eine berühmte, bekannte Spot von dem Geldschein. Sehr geil. Und wir haben ihn gesehen. Und so sieht das Schiff von innen aus. Ziemlich, ziemlich hochwertig.
es hier mega warm ist, haben wir uns gedacht, wir kühlen uns mal ein bisschen anders ab. Das ist sowas von erfrischend. Richtig, richtig schön. PD mit den Füßen. Haben wir schon gesagt, wo wir sind? Nein. Echt nicht? Die Bootstour, die wir gebucht hatten, hat ja in Gelin gestartet. Dann sind wir 4 Stunden lang den Fluss lang gefahren und sind jetzt in der kleinen Stadt Yangshu gelandet, wo einem viele weitere Touren angeboten werden. Aber wir gehen jetzt hier auf eigene Faust ein bisschen los und machen erstmal eine Pause und kühlen uns hier ein bisschen ab, weil es wirklich, wirklich warm ist heute. In 4 Stunden geht es zurück und bis dahin schauen wir mal, was das Örtchen hier zu bieten hat. Das ist aber ein schöner, ne? Oliver. Ja. Bist du ganz aufgeregt? Das ist ein Puschel. Okay. Den kleinen Kerl haben wir gerade hier getroffen, Oliver heißt der. Der hat wohl schwere Verletzungen von einem Autounfall davon getragen. Der Hinterleib sieht ziemlich angeschlagen aus. Die hoffen aber, dass sie es wieder hinbekommen, indem sie jetzt jeden Tag mit ihm schwimmen gehen. Super toller kleiner Kerl. Der hat eine Schwimmweste, das ist so cool. Der weiß halt nicht, wie man schwimmt, aber die versuchen es trotzdem mit ihm. Man sieht halt, dass er so kleine Bewegungen noch in den Hinterläufen hat. Und vielleicht kommt da ja wieder was. Das wünschen wir uns auf jeden Fall für ihn. Dann hat er noch so einen kleinen Rollwagen hier. Naja, er will auf jeden Fall immer ein bisschen mehr machen, aber kann halt noch nicht. Vielleicht wird es aber wieder. Auf jeden Fall ein sehr aufgeweckter kleiner Kerl. Wenn wir sowas wie mit dem Hund gerade sehen, dann geht uns wirklich das Herz auf, weil ja. Das ist wirklich, also das stellt wirklich alles in Schatten, wenn man Menschen sieht, die sich so für Tiere aufopfern und denen so versuchen zu helfen, wo die meisten anderen sagen würden, nee, machen wir nicht. Sie hat auch gesagt, dass sie gerade hier in Asien auch sehr viel Unverständnis trifft, weil die Leute hier auch ganz anders eingestellt sind zu Tieren und auch zu Hunden. Es gibt viele Straßenhunde hier. Ja, dann werden sie halt angefahren und werden sie auch liegen gelassen. Da hinten ist er. Also ganz toll, wirklich. Und man sieht jetzt nicht, dass er irgendwie Schmerzen hat oder so. Der ist so aufgeweckt und hat Spaß dabei. Ja, dafür hat sich die Fahrt nach hierhin fast schon gelohnt. Können wir nur unterstützen, würden wir selber genauso machen. Und hoffen, dass immer mehr Menschen das auch so machen. Dann erkunden wir jetzt aber mal das Dörfchen, das wir eigentlich schon vor 2 Stunden vorhatten. Ja, auf geht's. Eigentlich voll das coole Örtchen, inmitten von Bergen. Wir haben noch einen heißen Essenstipp für euch, wenn ihr mal in Yangshu seid. Ja, schwer zu sagen, wo wir hier sind, weil wir es nicht lesen können. Auf jeden Fall kann man hier für echt wenig Geld sehr, sehr geil essen. Ich habe jetzt hier so gebratene Nudeln mit Gemüse. Dann haben wir hier noch so ein Zwiebelbrot dazu. Und Lena hat eine Nudelsuppe mit Gemüse. Und das kostet, glaube ich, 1,50 Euro. Das hier irgendwie so knapp 2 Euro. Genau. Und das hier weniger als 1 Euro. Ich glaube, 50 Cent war das. Ja. Also wie ihr sehen könnt, für sehr wenig Geld. Das ist richtig, richtig lecker. Ihr waren. Also ja, genau. Geht weg vom Hafen, geht weg von diesen Touri-Straßen. Man muss schon so einen Kilometer laufen. Aber wenn man dann hier ist, dann lohnt sich das. Da sieht man schon daran, dass hier keiner draußen steht und versucht euch abzufangen. Sondern der Laden, der war eben schon knüppelvoll, als wir hier ankamen. Und die Leute haben uns das alle empfohlen. Die waren schon häufiger hier und haben uns das auf jeden Fall weiterempfohlen. Zu Recht. Jetzt mehr als gesättigt und in gut 40 Minuten kommt dann unser Bus und dann geht es zurück nach Guilin. Und wir gehen hier noch ein bisschen spazieren, schauen uns hier alles an und dann geht es auch gleich weiter. Ja, wir sind auch schon wieder im Bus auf dem Weg zurück nach Guilin. Die Fahrt wird jetzt ungefähr 2 Stunden dauern und ja, Yangshu haben wir ein bisschen sehen können. Wir haben zwar jetzt hier selber nicht so viel gemacht, wir haben es sehr ruhig angehen lassen, sind hier durch die Kleinstadt gelaufen, waren lecker essen, waren am Fluss direkt selber, habt ihr ja alles gesehen. Und jetzt ist die Frage, würden wir es weiterempfehlen?
Ja, auf jeden Fall. Also das, was man hier zu sehen bekommt, ist einfach atemberaubend. Und also landschaftlich wirklich super toll und man ist auch richtig abgelegen. Das Boot hat echt so seine Vorzüge, ist richtig ruhig, daher vom Wohlfühlfaktor richtig, richtig gut. Es gab Tee dazu, es gab Essen gratis dazu. Daumen hoch für die Bootsfahrt, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, auf jeden Fall. Wir fahren jetzt nach Hause, dann schönen Tag noch. Schön. Ciao. Die ganze Straße hat Stromausfall und das wird wohl noch eine Stunde dauern. Jetzt kriegt hier jeder eine Kerze und das war's. Nicht so heftig lachen, sonst pusten sie die Kerze aus. Ich lach nach oben. Oh, ich dachte gerade, da wäre jemand hinter dir. Das wird den Schatten voll gruselig. Ja, Dennis sucht jetzt mal die Karte. Funktioniert denn die Karte überhaupt? Ich glaube, die Tür geht auf Akku. Ha, wir haben Licht. In dem Baum, der angeleuchtet wird. Kerze. Ja, die Karte kannst du reintun. Es hat sich gelohnt, ein Fenster Flussblick zu nehmen, weil der Fluss hier beleuchtet ist.